Boston 46ers.tv, das Basketballmagazin, präsentiert von Media Tools. Über 2.500 Zuschauer waren in die Gießener Osthölle gekommen, um den Showdown im Playoff-Viertelfinale live zu erleben. Spiel 5 gegen Jena, die Entscheidung gegen die Ostdeutschen vor heimischem Publikum. Große Anspannung bei Chefcoach Dennis Wucherer, aber auch große Vorfreude, vor allem auf die eigenen Anhänger. Vor dem Spiel hatte Wucherer gesagt, es scheint, als sei die Osthalle in den Playoffs eine Festung. Es tut gut, in so einem Hexenkessel zu spielen. Rein ins Match, nur etwas mehr als 48 Stunden lagen zwischen der letzten Partie in Jena. Von Müdigkeitserscheinungen trotzdem bei beiden Teams keine Spur. Im Gegenteil, TJ DeLeo gleich hellwach und mit einem sicheren Händchen aus der Distanz. Die Motivation bei den 46ers in der Anfangsphase spürbar. Spielmacher Bennett mit viel Zug zum Korb. Nach 5 Minuten hatten sich die Hausherren bereits eine 14:7 Führung rausgespielt. Doch wie in allen anderen Spielen der Serie sollte auch Spiel 5 von seiner Spannung leben. Die Thüringer kamen zum Ende des ersten Viertels wieder ran. Jenas starke Nummer 7 zieht die komplette Abwehr auf sich, hat dann das Auge für den freien Mann und Julius Wolf mit dem Dreier. Das erste Viertel endete mit 25:19 für Gießen. Im zweiten Viertel erwischten die Gäste den besseren Start. Tinnens Punkte bringen Jena bis auf 3 Punkte heran. Doch das sollte es bis zur Halbzeit gewesen sein mit der Thüringer Herrlichkeit. Die 46ers in der Offense jetzt entschlossen und mit einer starken Quote. Bennett, der wuselige Dribbler, immer wieder mit Kämpferherz, war von der Jenaer Defensive kaum zu bremsen. Die 46ers wussten aber auch spielerisch zu überzeugen. Die Leo auf Bennett, Bennett zu Hessen und der Brite bedient Chubb, der die schöne Staffette erfolgreich abschließen kann. Zur Pause Gießen mit einer zweistelligen Führung, 48:36 der Halbzeitstand. Dem dritten Viertel drückte Miles Hessen dann seinen Stempel auf. Der Nationalspieler auf Zuspiel von Di Leo mit einem krachenden Dunking. Und wenig später ist es erneut Hessen von jenseits der 6,75 Meter Linie. Mit einer 63:52 Führung für die Gießener ging es ins letzte Viertel, in dem sich Jena wieder ranarbeitete. Tinnen wird hier regelwidrig bedrängt, markiert trotzdem den Korb. Und je näher das Spielende rückte, desto kleiner wurde die Führung der 46ers. Wieder ist es Tinnen, diesmal schlägt der US-Amerikaner im zweiten Anlauf zu. 6 Minuten vor Ende der Partie stand es plötzlich nur noch 68:62 für Gießen. Wer jetzt dachte, bei dem jungen Team der Mittelhessen beginnt das große Nervenflattern, sah sich aber getäuscht. Die 46ers spielten weiter konzentriert ihren Stiefel runter. Die Leo fightet sich gegen zwei Gegenspieler durch, wird dann von Malou mustergültig bedient und schließt den Angriff schön ab. Die 46ers ließen sich jetzt nicht beirren und brachten den Vorsprung über die Zeit. Saibu aus der Ecke, mehr als die Vorentscheidung zugunsten der Gießener, die am Ende durch ein 87:73 die Serie für sich entscheiden und somit am kommenden Samstag zum ersten Halbfinalspiel zur BG Göttingen fahren. Ja, ich denke schon, die Serie ging über 5 Spiele. Jedes Spiel war knapp, genauso heute. 3 Minuten vor Ende ist noch nichts entschieden, aber ich bin stolz auf die Jungs, dass wir heute einfach nochmal 100% gegeben haben und das Ding nach Hause geholt haben. Ich freue mich total, dass wir das Halbfinale erreicht haben. Die harte Arbeit der ganzen Saison hat sich ausgezahlt und jetzt sind wir verdient eine Runde weiter. Wir waren insgesamt die taffere Mannschaft. Für mich ist es das erste Mal, dass ich eine Finalserie über 5 Spiele mitmache. Und ich habe gemerkt, dass man mental und im Kopf frisch sein muss. Vor allem im 5. Spiel. Gießen 46ers.tv, das Basketballmagazin. Präsentiert von Media Tools.